Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch mit dem Wochenspruch. Er steht in Lukas 10, Vers 16. Jesus Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ja, ihr Lieben, ihr wundert euch sicher, dass wir heute erst mit dem Gottesdienst zu euch kommen. Das hatte technische Probleme zur Ursache. Wir hatten in Maro so gut wie keinen Internetempfang. Deshalb der Gottesdienst heute später und den Lobpreisgottesdienst von letzter Woche, den senden wir am Donnerstag. Das ist leider nicht anders möglich gewesen. Ja, heute geht es darum, dass Jesus die hohen Priester und Schriftgelehrten ja wirklich zurechtweist und ihnen den Spiegel vorhält. Mehr brauche ich dazu jetzt zum Eingang nicht zu erwähnen. Alles andere hören wir im Gottesdienst. Wir singen zunächst einmal ein Morgenlied. Das ist die Nummer 440, ein Morgen ist ganz frisch und neu. Schöner Morgenstern.
Wir beten mit Worten aus Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir, um mit dir zu reden und dir unsere Schuld zu bekennen. Wie kommt das, dass wir uns immer wieder von dir entfernen? Das müssen wir uns auch immer wieder fragen. Dein Sohn ist für uns gekommen, damit wir Vergebung haben. Und diese Vergebung haben wir auch dringend nötig, weil wir aus Eigenverantwortung handeln wollen und alles selbst in die Hand nehmen. Und wir spüren, dass wir hierbei immer wieder an unsere Grenzen stoßen, weil wir uns von dir entfernen. Wir bitten dich, vergib uns. Vergib uns unsere Gottesferne und unsere Schuld um Jesu Willen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich, Christi, erbarme dich, Herr Gott, erbarme dich. Ja, Herr, du erbarmst dich unserer immer wieder gern. Du, der du Jesus gesandt hast, um unserer Schuld, um unserer Erlösung willen. Wir preisen dich dafür, dass du die Erlösung und die Vergebung bist, und wir geben dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ja, Jesus, du bist der Weinstock, an dem wir als Reben hängen sollen. Und das ist gut zu wissen, weil wir ohne dich verloren sind und nichts tun können. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder den Weg zeigst, den wir gehen sollen, damit wir das Licht nicht verlieren. Und gib du uns immer wieder neu die Würze des Glaubens, damit wir das Salz bleiben, so wie du es gesagt hast. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 21. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Daran können wir erkennen, dass wir mit ihm verbunden sind. Und er mit uns. Wir haben es selbst gesehen und sind Zeugen dafür, dass der Vater seinen Sohn als Retter in die Welt gesandt hat. Wer Jesus als den Sohn Gottes anerkennt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir jedenfalls wissen es ganz sicher, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn die Liebe ihr Ziel bei uns erreicht, dann werden wir am Tag des Gerichts zuversichtlich sein, weil wir in dieser Welt so mit Gott verbunden sind, wie Christus es ist. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn einer behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben. Halleluja! Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lass uns das nächste Lied singen. Das ist die Nummer 382. Ich stehe vor dir mit leeren Händen. Schon die Jungen rufen sie nach Gott,
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 39 bis 47. Ihr forscht in den heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin, aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen, um das Leben zu finden. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Ich kenne euch. Ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, aber ihr weist mich ab. Doch wenn jemand im eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Ihr legt Wert darauf, voreinander etwas zu gelten. Aber ihr bemüht euch nicht darum, von Gott anerkannt zu werden. Darum seid ihr auch nicht fähig, mir zu vertrauen. Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf den ihr euch verlasst. Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber nicht glaubt, was er geschrieben hat, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, da geht Jesus schon sehr hart mit den Pharisäern und Schriftgelehrten ins Gericht. In der Lesung haben wir soeben gehört, dass Gott die Liebe ist. Und Jesus beschuldigt hier die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass in ihrem Herzen keine Liebe vorhanden ist. Und das ist ja nicht das einzige Mal, dass Jesus mit diesen Menschen ins Gericht geht. Er weiß, dass sie wohl wahre Worte sagen, aber diese eben nicht in ihrem Herzen tragen. Das ist so ähnlich, als wenn wir einem anderen ein Versprechen geben, dies ja bezeugen und manchmal sogar beschwören, aber im Inneren etwas ganz anderes denken oder fühlen. Und dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus nicht anerkennen würden, das hören wir bei allen Propheten des Alten Testamentes, und selbst Mose schreibt
darüber. Was lehrt uns dies? Nun, wir wollen aus eigener Kraft etwas bewirken. Wir sind oft darauf aus, dass Menschen uns sehen, so wie wir sind, aber noch lieber wäre es uns, wenn wir noch besser gesehen würden, weil wir auf Lob aus sind. Natürlich, jeder Mensch braucht Anerkennung. Wenn jemand jahrelang etwas tut, sei es beruflich oder privat, wenn er sich engagiert in Vereinen oder sonstigen Organisationen oder ja, im Haus ist als Hausfrau oder Hausmann, wenn das alles für selbstverständlich genommen wird, ohne dass jemand mal sagt, das hast du gut gemacht, das kann es natürlich auch nicht sein. Aber wenn wir nur etwas tun, damit wir vor anderen gut dastehen, das ist es ebenfalls nicht. Und schon gar nicht kann das sein, wenn es um Gottes Wort geht. Wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen und diese mehr oder weniger nur als ein Geschichtsbuch sehen oder als ein Buch, in dem Jesu Erlebnisse niedergeschrieben werden, dann wird die Heilige Schrift zu einem sogenannten Wortsarg. Ein Wortsarg ist, wenn wir die Worte hören, aber eben der Deckel auf unserem Herzen ist und das Wort uns nicht erreicht. Und wir wissen doch selber, wie das ist. Manche Herzensdeckel sind so zugenagelt, dass wir vor lauter Selbstsucht alles andere um uns her vergessen. Und genau das ist es, was Jesus den hohen Priestern und Schriftgelehrten hier wirft. Er sagt, wenn ihr schon Mose nicht glaubt, ja, wie könnt ihr dann mir glauben? Wenn ihr Gott nicht seht, dann hat doch alles, was ihr tut, letztendlich überhaupt keinen Sinn, weil eure Worte die Herzen der Menschen nicht erreichen. Worte, die die Herzen nicht erreichen, sind sinnlos. Sie werden, wie ich eben schon sagte, zu einem Wortsarg. Und das hört man ja nun häufig in der Heiligen Schrift, dass Jesus gerade diesen Menschen sagt, zum Beispiel als er mit Zachäus gegessen hat, da sagt er, die Gesunden, die bedürfen des Arztes nicht. Ein Arzt braucht nur derjenige, der an Leib und Seele krank ist. Und das soll heißen, dass er diesen Menschen sagt, ihr braucht mich nötiger als jeder andere, weil eure Herzen verstockt sind. Wie das Herz des Pharao verstockt war, als Mose ihn mehrfach aufforderte, das Volk Israel ziehen zu lassen. Verstockte Herzen, das wissen wir alle, führen zu Gleichgültigkeit. Sie führen dazu, dass wir die Not anderer nicht sehen.
Verstockte Herzen können dazu führen, dass wir in den eigenen Familien nicht zurechtkommen. Sie führen zu Missgunst und Neid am Arbeitsplatz, in den Schulen und Kindergärten. Ja, verstockte Herzen tun aber auch uns selbst nicht gut, weil wir dadurch immer wieder mit dem Kopf an eine Mauer stoßen. Und wer das mehrfach erlebt hat, der weiß, wie weh das tut. Jesus möchte zu uns allen kommen. Jesus möchte uns durch seine Liebe erreichen. Jesus möchte vor allen Dingen in unsere Herzen kommen, dass eben der Sargdeckel aufspringt und wir frische Luft atmen können. Durch sein Wort, durch seine Liebe, die so allumfassend ist, dass wir uns selbst nichts beweisen müssen. Ja, die Liebe Jesu ist so allumfassend, dass wir noch nicht einmal von morgens bis abends gute Werke zu tun brauchen, damit wir vor ihm etwas gelten. Nein, Jesus nimmt uns an, wie wir sind. Und wenn Jesus in unser Herz kommt, dann können wir reden, dann können wir von ihm erzählen, von ihm, der eben nicht nur ein Wanderprediger war, sondern der auserwählte Gottessohn, der alle Autorität vom Vater bekommen hat und die Macht der Vergebung hat. Wenn Jesus in unser Herz kommt, dann geht es uns eben nicht nur darum, dass wir aus uns selbst heraus reden und dann auch noch hoffen, dass andere uns toll finden. Nein, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Aber eben nicht durch uns selbst, sondern durch Gottes Geist. Dem Einzigen, der uns lehren kann, wie wir von Jesus erzählen sollen. Und hätten das die hohen Priester verstanden, dann wären diese Konflikte, die Jesus Zeit seines Lebens mit diesen Menschen hatte, überhaupt nicht erst zutage getreten. Aber genau das passiert eben, wenn Menschen aus sich selbst heraus behaupten, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit kann nur durch Gottes Geist in unsere Herzen kommen. Und genau in diesem Moment, in dem ich zu euch rede, bitte ich um den Heiligen Geist, damit ich nicht aus mir selbst heraus, sondern aus ihm heraus spreche. Und das ist es letztendlich, worum es geht. Und selbst wenn ich den Heiligen Geist darum bitte, dass er durch mich redet, kann es passieren, dass das auch schon mal daneben geht. Der Heilige Geist ist der Tröster und die Wahrheit. Nur durch den Heiligen Geist können wir erkennen, was die Wahrheit ist. Nämlich, dass Jesus durch den Vater zu uns gekommen ist, um unserer Erlösung und Errettung willen. Petrus sagte einmal: Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, und dieses ewige Leben ist eben kein Wortsarg, sondern
eine heilige Truhe, in der das Leben und die Luft zum Atmen in Fülle vorhanden ist. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Lass uns das nächste Lied singen. Das ist die Nummer 659, Ins Wasser fällt ein Stein. Geben. Wie schon gesagt, wir sind einen Tag später mit dem Gottesdienst und ich hoffe, dass ihr den heute Abend habt. Der Lobpreis-Gottesdienst, der eigentlich für letzte Woche vorgesehen ist, den senden wir, wie ich eben schon mal erwähnt habe, am Donnerstag. Das Friedensgebet verschiebt sich dadurch um eine Woche, das ist dann erst in der nächsten Woche Donnerstag. Und dann laden wir natürlich gerne wieder ein zu den nächsten Gottesdiensten am kommenden Sonntag. Einmal zum Gottesdienst und dann ist auch wieder Kindergottesdienst. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und danken euch für eure Unterstützung in Wort und auch im Gebet. Wir senden auch heute wieder die Spendenkonten für die Flutopfer und der Ukraine. Wir danken euch für alle eure Hilfe. Alle weiteren Kollektenzwecke könnt ihr wie immer aus dem Internet über eure Pfarrämter und auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander die Fürbitten halten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir, um dir zu danken, dass er für uns in diese Welt gekommen ist. Wir kommen aber auch mit unseren Bitten zu dir. Wir bitten dich, dass du durch uns sprichst, dass wir nicht aus uns selbst heraus reden, sondern dass dein Geist derjenige ist, der uns sagt,
was wir sagen sollen. Herr, wir bitten dich um den Frieden auf dieser Welt. Unsere Friedensbemühungen, die verlaufen im Sand. Wir können anscheinend nichts ausrichten. Die Kriegsherde auf dieser Welt gehen unvermindert weiter. Die Gewalt und der Terror, unter denen so viele Menschen leiden müssen, ist nach wie vor vorhanden. Und die Kriegstreiber hören einfach nicht auf. Herr, wir bitten dich, dass du eingreifst, dass du mit deinem guten Geist in all diese Situationen kommst und uns den Frieden sendest, den dein Sohn uns zugesagt und versprochen hat. Herr, wir bitten dich für unser Volk und Land. Wir sind so auf uns selbst fixiert, dass wir manchmal gar nicht wissen, wo es lang gehen soll. Herr, wir bitten dich, komme du mit deinem Geist über unser Land und Volk und auch über unsere Verantwortlichen. Gib, dass wir uns wieder mehr an deinem Wort orientieren, damit die Risse, die so quer durch unser Land und Gesellschaft und Politik gehen, wieder geheilt werden können. Sende du deinen Geist. Wir bitten dich für alle verfolgten Brüder und Schwestern im Glauben, dass sie stark bleiben, gib ihnen deine Kraft, dass sie uns zum Vorbild werden. Wir bitten dich auch für dein Volk Israel, das gegenwärtig immer wieder von Gewalt heimgesucht wird. Gib ihm Frieden und zeige uns, wie wichtig Israel für unseren eigenen Glauben ist. Wir bitten dich aber auch um Frieden für die gesamte Region. Komm du mit deinem Frieden und heile alles, was krank ist. Wir bitten dich für deine Kirchen und Gemeinden. Gib, dass dein Wort durch deinen Geist verkündigt wird, damit es Menschen erreicht. Gib deiner Kirche Frieden und vor allen Dingen gib ihr trotz aller Verschiedenheit die Einheit in dir. Alles, was uns sonst bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Gescheut, dich mit Menschen auseinanderzusetzen, aber nicht um des Streites willen, sondern um der Kraft des Geistes willen. Du bist die Liebe, die vielen Menschen fehlt. Um diese Liebe möchten wir dich bitten.
Mach uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch ein Schlusslied singen. Das ist die Nummer 157, Lass mich dein sein und bleiben. Ganz herzlichen Dank möchten wir euch sagen, dass ihr heute mit uns diesen Gottesdienst gefeiert habt. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit und bleibt vor allen Dingen gesund oder werdet es schnell wieder. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Wir singen nun zum Abschluss das Lied Jesus, dein Licht. Geist, setz die Herzen in Brand.
Licht, Jesus, dein Licht.